Moin moin, mein Name ist Hanrich der Löwe und wir sind wieder im Wald. Eigentlich genau da, wo wir das eine Mal runtergegangen sind, quasi hier. Laut dem Plan ist ja einfach hier nur geradewegs auch eine weitere Höhle. Ich hoffe, dass wir da entweder die Keycards oder vielleicht auch die Kamera finden. Damit wir uns mal die Videos angucken können. Die uns dann hoffentlich ein bisschen mehr von der Geschichte hier erzählen. Die habe ich ja am Anfang komplett missachtet, also gar nicht drauf geachtet. Also, ja, ich wusste gar nicht, dass es eine Kamera gibt, bis ich mal, ja, okay, eine Kassette gefunden habe. Man hätte sich das denken können. Aber ich habe das irgendwie nicht so beachtet. Okay. Gucken, wo der Eingang ist. Auch mit dem Plan kann ich mich verlaufen. Das habe ich ja schon unter Beweis gestellt. Das habe ich bewiesen, sagen wir es mal so. Er müsste ja gleich hier sein. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Ich kann das nicht erkennen, was für Bären das sein sollen. Dann lassen wir das erstmal lieber nicht. Und ich glaube, wir sind schon zu weit, ja? Ja, quasi hier vorne. Na, es wird schon wieder dunkel. Ich habe den halben Tag verpennt. Bin quasi letztes Mal nach Hause gerannt. Gespeichert, schlafen gelegt. Damit wir nicht irre werden und ja. Geht runter vielleicht? Das sieht gut aus. Schöne Aussicht, hier sind wir mit dem Boot mal lang gepaddelt. Genau, da bei den Containern waren Motherboards, die wir gefunden haben. Naja, Sonne geht eh langsam unter. Das heißt, Licht an. Und rein in die Spalte. Jetzt hakt es ein bisschen. Und jetzt sind wir drin. Ein paar Wurzeln. Stöckchen. Neue Kassette. Musikkassette oder Filmkassette? Megans Ankunft. Okay, wer ist Megan überhaupt? Aber sonst, na gut, Lagerfeuer hätten wir jetzt hier quasi, könnte man machen. Alkohol kann man immer gebrauchen. Wer ist Megan? Und wo ist dieser Bengel? Hier so vom Plan aus unterirdisch. Okay. Und das so parallel zu den einem Schacht, wo wir mal waren. Ja, Katze. Okay, hier geht es gleich tiefer. Gleich zu diesem anderen Schacht, wo wir mal waren. Da gehen wir einfach mal hier lang. Ich würde sagen, wir gehen mal hier mal lang. Komme ich da durch? Da hinten eine Disco oder was? Also die Lichteffekte im Spiel hauen nicht so ganz hin, aber andersrum. Nicht verwirrt. Da. Und das Spiel ist ja nicht mehr in der Early Access Phase. Fucking Fledermäuse, sie haben mich wieder erwischt. Ich habe mich gerade ein bisschen erschrocken, aber nur so ein bisschen. Hier geht's auch runter.
Aua, Katze. Oh. Also unten sind wir auf jeden Fall richtig. Nein, 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 nein. Alter. Wir sind ja gerade ein bisschen runtergeglitscht. Das wäre es jetzt gewesen. Ich hasse das. Die wissen schon, dass wir da sind. Ah, ich wäre am liebsten wieder hoch. Bestimmt 3 Stück. So, wo ist der andere? So. Ich glaube, das waren sie alle drei, ne? Rüstung ist noch komplett. Dann schnabulieren wir gleich mal was. So. Lagerfeuer machen. Knochen. Knochen haben wir noch dabei. Ja. Und ich würde sagen, wir machen uns hier nochmal die 3. Ups. Wer weiß, was noch alles hier so passiert in dieser Höhle. Wenn wir eh schon 3 Freiwillige haben, die uns hier Knochen geben, dann nutzen wir das doch mal und schmeißen sie da drauf. Ach, ich brenne. Nein. Jetzt bin ich, brenne ich. Nein. Das fackelt meine Rüstung weg. Scheiße. Ich habe meine eigene Rüstung weggefackelt. Ja gut, jetzt brauchen wir die Knochen. Scheißendreck, ey. Mann, oh Mann, diese ganz tolle ersparte Knochenrüstung habe ich gerade selbst zerstört. Scheiße. Okay, Knochen wieder voll. Und wieder Knochenrüstung auf Reserve. So habe ich es doch gern. Der letzte will nicht verrecken oder was hier? Brenn doch mal ab da. Haben wir nicht den ganzen Tag Zeit? Geht doch. Ja, sieht halt aus und weiter. Hier gibt es wieder 2 Wege. Scheiße, hier gibt es wirklich 2 Wege. Oh, warte mal, auf der Karte sieht es so aus, als ob das der andere... Oh. Gleich. Was vielleicht eine Sackgasse ist? Ah, nächstes mit Sackgasse. Es geht da noch tiefer. Ich gehe da mal lang. Thank you.
Ja, Koffer und nu. Dynamit. Die sind ja alle leer. Mal weiter, 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 weiter. Was ist der Plan? Ah, scheiße, nicht das, was ich dachte. Scheiße, das ist eine Menge. Das ist ein ganzes Nest hier. Okay, das ist ja eindeutig keine Sackgasse, wie ich es mir vorgestellt habe. Schwebende Steine? Ja, Early Access, ne? Babys. Das heißt, das Vieh, was die Babys gemacht hat, ist auch noch hier. Und ich dachte, das wäre eine Sackgasse. Ah, hier können wir noch weiter tauchen. Ganz viel Geld. Noch mehr Geld. Ich bin reich. Ach du, da geht's noch auch noch weiter. Scheiße. Bleib stehen. Oh, hier ist noch mehr Geld. Ist er tot? Da geht's lang. Er zeigt mir den Weg. Da geht's lang. Danke. Ich wollte erstmal hier gucken, ob hier irgendwas gibt, weil ist ja alles beleuchtet. Könnte ja sein, dass hier irgendwas Tolles ist, aber... Nö. Wenn wir jetzt da lang schwimmen, kommt man da hin. Und noch einer! Ey, jetzt reicht's aber. Bleib stehen, ich komme. Jetzt gehen wir hier erstmal lang. Sieht nice aus, aber was ist es hier? Wasserfall? Da hinten geht's irgendwo hoch. Ah, es sind Fische. Ekelfische. Wo ich ehrlich sagen muss, wir haben ja sonst, ich weiß nicht, wie lange es hier noch geht, wir haben ja schon mehrere Abbiegungen hier gesehen. Gib her, du Ekelfisch! Das sind Nacktfische, komm her! Ich will so einen Nacktfisch noch haben. Einen hässlichen weißen.
Ah. Geht doch. Trinken wir nochmal was. Essen wir was. Und gehen wir erstmal hier weiter. Noch mehr Kannibalen. Bietet sich so an. Alter! Hängt ja komisch. Ah, nicht alles erwischt. Noch höher. Ich muss mal gleich, wenn ich da oben bin, wieder gucken, wo wir sind auf der Karte. Geht's noch höher? Ah, wir haben ja bestimmt den Ausgang gefunden. Na gut, wenn der Schokoriegel liegt, dann essen wir doch mal einen. Oder zwei. Lagerfeuerchen, speichern. Ja komm, speichern wir mal. Müssten wir jetzt Tag 76, 77 haben. Ah, hier kann man auch wieder tauchen. Diese Höhle ist so verwinkelt und überall kann man tauchen, machen und tun. Fick dich, Fledermaus. Aber hier geht's raus. Tipp ich drauf. Was ist das denn? Achso. Okay, ich gehe einfach mal kurz raus, um zu gucken, wo wir kurz sind, und dann geht's rein. Ich will weiter gucken. Hä, sind wir letztes Mal hier nicht runter? Habe ich letztes Mal eine andere Höhle genommen? Hm, wieder rein. Ich dachte, ich habe die Höhle auf den Plan genommen. Auf jeden Fall. Nee, wir sind letztes Mal doch woanders reingegangen. Okay. Mann, ey, dass man diese Fledermäuse nicht töten kann. Dann gucken wir mal, wo es hier hingeht. Achso, hier lag nur Wasser, so eine Druckflasche oder was? Noch eine Druckflasche. Aber da geht's nicht weiter, oder? Sieht komisch aus, aber ich würde sagen, nein. Duelliste. Keine Ahnung, was ist gerade passiert. Geht's da doch weiter?
Jetzt bin ich zurück. Jetzt bin ich verwirrt. Ging es hier gerade weiter oder nicht? Menü komme ich nicht. Kann ich das hier aufsprengen? Wahrscheinlich nicht. Okay, hier ist einfach nur eine Druckflasche. Noch ein paar. Die holen wir uns auch gleich. Weil wir können nur vier benutzen. Vier haben. Gut, dann haben wir die wieder voll. So. Hier nicht noch irgendwie ein, zwei Kannibalen, die wir vielleicht noch zerhackstückeln wollen. Nee, schade. Dann wärmen wir uns mal ganz kurz, essen nochmal einen Schokoriegel oder einen Snack. Liegt ja Gott sei Dank wieder einer. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee. Ja, und weiter geht's. Dann nochmal zurück. Kannibalen müssten ja tot bleiben. Weil leider immer die Wege genommen, die uns zum Ausgang führten. Also immer die falschen. Ich hätte auch gedacht, dass hier ein großer Mutant kommt oder so, aber... Ah, die Leichen bleiben auch noch liegen, cool. Genau, hier sind wir rübergekommen. Also wenn er sie automatisch anzieht, dann kann er es ja auch automatisch wieder ausziehen, oder? Oh, hier liegt wieder. Ja, die Uhr kannst du behalten, ich brauche ihn nicht. Wir sind nur kurz raus und schon ist das wieder gespawnt. Ist das nicht geil? Dann müsste hier auch was sein, genau. Gucken wir mal hier. Ich hätte gern ein oder zwei Keycards und eine Videokamera. Wenn ich Videokamera hätte, könnte ich halt Home-Videos machen mit den Kannibalen. Ah, große Hülle. Irgendwas mit unserer To-Do-Liste. Finde die vermissten bleiben, keine Ahnung. Achso, das gehört zusammen. Finde einen Weg, länger unter Wasser zu bleiben. Herausklettern gehört wahrscheinlich dann auch zusammen. Erkunde die tote Höhle, erkunde die feuchte Höhle. Ja.
Mir ist schon wieder kalt. Gibt es hier ein Lagerfeuer? Bauen wir uns halt eins. Schon verdorben, ablegen. Ich wollte gerade gucken, was nicht frisch ist. Ah, hier wäre es gewesen. Pfeile haben wir gut gebrauchen. Haben wir genug? Davon haben wir auch genug. Ich glaube, von den Sprengsätzen konnte ich gar nicht mehr bauen. Ne? Oder? Ich glaube, Kleingeld brauchten wir. Irgendeine Uhr. Okay, wo ist das? Ja. Haben wir schon zu viel von. Benzin. Mehr leider nicht. So, wenn ich in Real Life trinke, muss ich ja im Spiel auch was trinken. Und weiter geht's. Im Kannibalenland. Röckchen. Mal immer gebrauchen. Beziehen brauche ich nicht. Steine und Beine. Links und rechts. So. Die arbeiten nur halbtags. Sonst auch nichts Tolles auf dem Boden. Bisschen Gedärme, paar Rippchen. Es ist viel los hier in der Höhle, ne? Wir haben schon einige Kannibalen getötet, eigentlich. Ein Haufen schon, aber hier ist einfach nichts. Oh, hier gibt es wieder verschiedene Kammern. Oder sind das Wege? Warte mal. Die beiden kennen wir doch. Ich bin jetzt in der einen Höhle. Oh. Thank you.
bin jetzt in einer anderen Höhle. Toll. Der wir schon waren. Wollte doch nur zurückgehen, verdammt. Ja, hier geht's dann weiter runter am Arsch. Darum ist da nichts, weil wir hier schon waren wahrscheinlich. Also zurück. Und ich glaube, einen Weg gab es noch, den wir jetzt nicht gegangen sind. Wenn ich jetzt meine Orientierung wieder habe. Ach, ein Lagerfeuerchen. Das die Richtung. Na, dann bauen wir uns noch schnell ein Lagerfeuer. Nicht, dass wir hier noch erfrieren. Dann essen wir nochmal schnell den Fisch. Damit der Fisch richtig gut schmeckt, hauen wir nochmal einen Dollarschein drauf. Ach komm, was soll der Geiz? Hauen wir mal 2 Dollar drauf. Dann müssen wir zurück. Hoffentlich sind wir hier auf dem richtigen Weg. Das ist halt der Nachteil, wenn die ganzen Scheißhöhlen miteinander verbunden sind. Dann kann es nämlich vorkommen, dass man sich verirrt und dann vielleicht in die falsche Höhle läuft. So, da haben wir durchgeschlagen. Da durchgegangen. Steine. Ich bin mir gerade unsicher. Hier waren wir nicht. Nö. Also hier waren wir nicht. Oh, die haben sich hier mal die ganzen Klamotten ausgezogen. Die haben sich lieb. Und der umarmt den anderen da. Das ist eine Sexorgie und alle wurden abgemetzelt oder was? Die haben ja nichts an. Man sieht den Schlitz. Sieht ja keine Behaarung. Aber Stückchen liegen so. In ihn, auf ihn. Hm? Ist das ihr Nahrungsraum oder so? Eine Keycard! Ich weiß bloß nicht für was. Ha!
Und eine Videokamera. Interessant. Gibt hier noch mehr? Stöckchen. Stöckchen, Stöckchen, Stöckchen. Da gucken wir uns doch mal ein Video an, ne? Megans Ankunft. Nicht erkennen, auf was sie zeigt. Oder ist irgendwas Großes, eine Pyramide oder so? Kombinieren. Mittagessen mit Megan. Kein Kommentar. Ach, Megan ist ein Mädchen. Haben wir eine Tochter? Das Artefakt. Ah, sie haben irgendwas aus diesem Gebäude, aus diesem Tempel vielleicht genommen. Ja, toll. Sitzt drin. Nebenwirkungen? Keine Ahnung. Ich nehme die einfach mal so, wie sie hier so liegen. Okay, da zappelt jemand. Das ist unser Sohn? Sah nicht nach Megan aus, oder? Armsee, Amsee. Was ist das? Ach, Besti. Okay. Okay. Hier ist doch ein Labor, ein Forschungslabor auf dieser Insel. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die ganzen Kannibalen vielleicht mal ehemalige Mitarbeiter waren, ne? Nur so eine Vermutung. So, wir haben eine Keycard und wir haben den Camcorder. Jetzt fehlt uns eigentlich noch eine Keycard. Ich denke mal, eine Keycard brauchen wir für die Yacht und eine andere für die Höhle. Wir sind vorhin da rausgekommen, genau. Und zwar so, wir sind links und... Toll, jetzt gehen wir quasi den Weg wieder zurück. Wir hätten das schon längst entdecken sollen. Oh. Wir haben das natürlich nicht gesehen. Und ich habe es nicht gesehen. Wir wissen auf jeden Fall, die Tür, die wir gefunden haben, das geht zum Labor. Und irgendwas, ich glaube, das war nicht unser Sohn, der da gezappelt hat, das war die Megan. Ach, Fledermäuse. Und wer weiß, was die aus Megan gemacht haben. Bei Megan hat er ganz schön gezappelt. Oder vielleicht war Megan sogar dieses komische Vieh, was zum Schluss ausgebrochen ist. Das weiß ich gar nicht mehr. Da lang, da lang. Ich glaube, hier geht's zur anderen Höhle, ne? Oh, hier sind wir hergekommen, oder?
Ja, hier haben wir angefangen. Speicher mal. Von hier gekommen. Konnte man kaum erkennen, dass es da rausgeht, aber von da sind wir definitiv gekommen. Ich will nur eigentlich nur mal speichern. Geht hier nicht? Ach, 77, okay. Ah, wir nähern uns der 100er Marke. Ich werde mal ganz kurz da runterklettern. Aber ich glaube, das war, dass wir da schon waren. Wenn wir jetzt von Kannibalen angegriffen werden, dann wissen wir, okay, da waren wir nicht, aber ich schätze mal, da waren wir. Sieht erstmal aus wie jede Höhle. Macht er eine neue Zeichnung? Ja, hier waren wir nicht. Medikamente. Mal eine getrocknete Echse essen. Und mal einen Schluck Soda. Weiter geht's. Schokoriegel essen sollen. Verdammt, hier sind überall Schokoriegel oder Snacks oder... Toll, auch eine Sackgasse. Ja, dann sind wir eigentlich mit der Höhle durch. Also Keycards und Kamera haben wir hier gefunden. Und hier gibt es einfach nichts. Okay. Langer. Nein, einfach so einen schönen Ort kreiert für nichts. Na gut, nichts kann man nicht sagen. Das sind Snacks. Aber nö. Und durch. Gut. Dann haben wir es gepackt. Ich renne jetzt hier raus und renne wieder nach Hause. Und ja. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne kommentieren, ein Like da lassen. Abonnieren könnt ihr natürlich auch. Ansonsten würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.